Sehr geehrter lieber Herr Bischof, ich danke Ihnen zunächst von ganzem Herzen für das Vertrauen, das Sie in mich setzen und das Sie bewogen hat, mich zu Ihrem Generalvikar zu berufen. Ich danke allen, die diesen festlichen Gottesdienst in der Vorbereitung und Gestaltung ermöglicht haben. Als Motiv für die Einladung und das Liedblatt habe ich mir das Pfingstfenster von Professor Georg Meistermann in der Stadtpfarrkirche Herz Jesu von Bad Kissingen gewünscht. Wer unter diesem Fenster steht, das Sie als Titelbild des Liedblattes sehen, der ist in das Pfingstereignis mit einbezogen. Das gilt auch für uns alle, die wir hier zum Gottesdienst versammelt sind. Das gilt ebenso für alle, die in den vielfältigen kirchlichen Berufen der Diözese Würzburg arbeiten und für das ganze Volk Gottes. Dieser Geist Gottes sorgt für Bewegung und hat die junge Kirche aus einer Situation der Unsicherheit und Angst im Vertrauen auf Gott zu den Menschen hin aufbrechen lassen. Manchmal sind wir als Kirche heute in einer ähnlichen Situation. Veränderungen und das Stehen in der öffentlichen Diskussion führen auch zu Unsicherheit und manches Mal auch zu Resignation. Ich möchte in meinem Dienst mit Ihnen allen zusammen, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Bistums daran mitwirken, dass wir mit dem Beistand dieses bewegenden Geistes Gottes voll Hoffnung und mit Freude an unserem Christsein in der Gemeinschaft der Kirche gemeinsam in die Zukunft gehen. Ich danke allen, die sich in unserer Diözese für eine lebendige, einladende und ausstrahlende Kirche einsetzen und freue mich auf das gute Miteinander im Dienst der Verkündigung der frohen Botschaft. Ja, liebe Schwestern.